Eines Tages ist in einem Dorf große Aufregung. Schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Von dem Drachen? Ein Drache? Alle hatten von einem Drachen gehört, aber niemand hatte ihn je gesehen. Eine der Frauen des Dorfes heißt Maria. Zwei Engel kommen zu ihr. Maria, Maria, hier bin ich. Wer seid ihr? Fürchte dich nicht, wir sind Boten Gottes und haben einen Namen von Gott für dich. Wundere dich nicht, was ich dir jetzt sage. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Was redet ihr? Wir suchen den Drachen, von dem alle Menschen sprechen. Habt ihr den Drachen gesehen? Er soll so groß und so lang sein. Sei still und lausche den Boten des Herrn. Liebe Boten Gottes, ich und schwanger werden, ihr seid lustig. Wovon? Fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Jetzt mal ehrlich, Leute. Dann werde ich halt schwanger. Wir haben hier ganz andere Probleme. Wir suchen den Drachen. Habt ihr den Drachen gesehen? Was sagst du? Fürchte dich nicht? Der Drache soll sogar Feuer spucken können. Und er soll so stark sein, dass er mit seinem Schwanz ganze Kirchtürme kaputt machen kann. Und da soll ich keine Angst haben? Fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihn Jesus nennen. Meine Güte, seid ihr stur. Aber na gut, man muss der Angst ins Auge sehen. Ich suche jetzt den Drachen. Los, kommt ihr mit? Stellt euch vor, Bethlehem wäre Köln. Und stellt euch weiter vor, Maria und Josef finden kein Hotel. Achtung, Achtung, wir haben eine wichtige Mitteilung an das Volk. Im Namen des römischen Kaisers ergeht folgender Befehl. Zur besseren Nutzung unserer politischen Aufgaben als Herrscher über die halbe Welt werden wir eine Volkszählung durchführen. Unverzüglich haben sich alle Männer in Begleitung ihrer Frauen und Kinder in ihre Geburtsstadt zu begeben. Maria, wir müssen los. Komm schon, lass uns die Koffer packen. Ich habe keine Lust. Los jetzt. Ich bin noch schwanger, Josef. Das weiß ich doch. Und nur weil du in Bethlehem geboren wurdest, müssen wir da jetzt hin. So sind die Regeln, so hat es nun mal der Kaiser befohlen. Doofe Regeln, doofer Kaiser. Jetzt hör aber auf. Und was machen wir, wenn wir den Drachen sehen? Keiner hat den Drachen jemals gesehen. Ich bin müde und muss meine Beine hochlegen. Josef ist wirklich großartig. Er findet ein tolles Hotel mitten in der Stadt. Für seine Frau Maria. Haben Sie einen Drachen gesehen? Einen Drachen? Meine Frau wollte eigentlich fragen, ob wir noch ein Zimmer frei haben. Oh nein, das tut mir leid. Wir sind leider belegt. Josef, was machen wir denn jetzt? Frag ihn doch mal nach dem Drachen. Hier ist kein Drache und hier wird auch nie ein Drache reinkommen. Komm Maria, wir suchen noch weiter. Achtung, Achtung, da kommt der Drache.
Schau mal, hier ist noch ein Hotel. Da gehen wir rein. Wir wollten eigentlich nach einem Zimmer fragen. Oh nein, das tut mir leid. Wir sind leider belegt. Aber ich bin noch schwanger und muss gleich weinen. Ich möchte nicht, dass Sie weinen, Frau Maria. Ich kenne noch einen Stall. Er ist nicht schön, aber trocken. Da ist noch Platz. Frau Maria, besser als nichts. Und passen Sie auf, dass kein Drache ins Hotel kommt. So ein Quatsch. Bäh, Igitt, in einem Stall soll Jesus zur Welt kommen? Hier ist der Stall. Igitt! Komm, Maria. Josef, hier stinkt! Da waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Ich sehe nur Schafe. Und ich rieche nur Schafe. Über eine Schafe, Schafe, Schafe. Sorry Leute, ihr seid nicht dran. Was machen denn die Könige schon hier? Und überhaupt sind es viel zu viele. Alle weg, 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 weg. Das ist gemein. Endlich Ruhe. Nur wir und unsere wundervollen Schafe. Schaut mal, ich sehe was, was ihr nicht seht. Was meinst du denn? Den Drachen? Was für ein Drachen? Seid ihr verrückt? Schaut doch genau hin. Oh, wie schön. Das sind jetzt zwei Engel. Was Schöneres habe ich noch nie gesehen. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Entschuldigung, alle sagen, dass wir keine Angst haben sollten. Wovor sollten wir denn Angst haben? Ist der Grund vielleicht groß und grün und hat eine riesige Schnauze und viele spitze Zähne? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht nie mehr. Seht, wir sagen euch eine große Freude. Eine riesengroße Freude. Die allen folgt, wie der fahren wird und allen Tieren. Dem von euch ist heute der Heiland geboren. Wer ist geboren? Das weißt du doch, der Sohn Gottes. Wer ist geboren? Der Sohn Gottes? Wir reichen schon die Gerüchte um den Drachen. Und ihr werdet finden, das Kind in einer Krippe. Da haben wir den Salat. Hier ist keine Krippe und kein Stall. Wir müssen los. Da ist der Drache. Hinterher, Jungs. Der Drache kann ziemlich schnell rennen. Wenig später ist er schon bei den drei Königinnen. Sie stehen zwischen riesig großen Fernrohren und können dennoch die Sterne nicht sehen. Wieso nur? Seht selbst. Da sind keine Sterne. Ich sehe auch keine Sterne. Seid ihr blind? Ich sehe da 1000 Sterne und noch viel mehr. Jetzt sehe ich sie auch. Schaut mal, ein Stern scheint besonders hell. Hört mal, er kann sogar reden. Folgt mir nach. Ich zeige euch den Weg zur Krippe. Nein, danke, ich bin schon erkältet. Mit K
Krippe mit K. Folgt mir nach, ich zeige euch die Krippe. Ach so, davon habe ich schon gehört. Ein besonderes Kind soll geboren sein. Ein besonderes Kind von einer besonderen Frau. Namen, ich brauche Namen. Maria und Jesus. Und der Name des Vaters? Gott heißt der Vater. Sorry Leute, es ist schon so dunkel in der Welt, dass man die Sterne schon nicht mehr sieht. Es ist schwer genug zur Zeit, den richtigen Weg zu finden. Da erzählt ihr mir so etwas. Folgt mir nach, ich zeige euch die Krippe. Lasst uns zur Krippe gehen, der Stern zeigt uns den Weg. Ja, lasst uns zum Kind gehen. Wenn wirklich Gott der Vater ist und Maria die Mutter, dann wird es da hell sein, wo es dunkel war. Da wird da Mut sein, wo vorher Angst war. Und wenn uns der Drache frisst? Und wenn uns der Drache frisst? Lasst uns den Drachen suchen. Und die Angst besiegen. Dann werden wir das Kind schon finden. Los! Liebe Kinder, wir gehen jetzt zusammen in den Stall. Los! Und haltet euch die Nase zu. Das ist ja der aller schönste Stall auf der ganzen Welt, ach was, des gesamten Universums. Schaut mal, hier ist das Kind in der Krippe. Josef, Josef. Schau mal, wie süß unser Baby ist. Ja, es ist wirklich ein besonderes Kind. Besonders zart, besonders friedvoll, besonders eben. Besonders, was soll das denn heißen? Immer etwas mehr besonders, als du sagst. Du spinnst, immer musst du übertreiben. Schaut mal, hier ist das Kind in der Krippe. Oh ja, das Jesusbaby ist so süß. Aber wo ist der Drache? Ja, wo ist der Drache? Du hast doch gesagt, dass du uns den Drachen zeigst. Es ist, wie ich es euch gesagt habe. Ich sehe aber keinen Drachen. Lasst uns den Drachen rufen. Du willst ihn rufen? Okay, los. Drache, wo bist du? Hat der Engel nicht gesagt, der Drache ist auch in der Krippe? Bleib still. In der Krippe? Seid ihr verrückt? Ich habe Angst. Kommt, wir schauen auch rein. Was soll schon passieren? Schaut mal, da ist der Drache, direkt neben dem Baby. Da muss ich gar keine Angst haben. So ist es, weil das Jesusbaby zur Welt gekommen ist. Es macht groß, was klein ist, und macht klein, was groß ist. Und meine Angst, die riesengroß war, die ist jetzt winzig klein. Schaut mal, es lächelt. Oh, wie süß! Das Kind in der Krippe macht die Angst klein und den Mut groß. Lasst uns tanzen! Ja! Thank you.
Jetzt ist endlich Ruhe.